Eines Morgens fiel mir auf, dass die Kontrollleuchte der Vorglühlampe nach dem Drehen des Zündschlüssels auf Position 2 nicht mehr aufleuchtete. Ich musste leider feststellen, dass der Wagen auch nicht mehr ansprang. Ich schloss die Glühkerzen als Fehlerursache aus, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass mehrere Glühkerzen auf einmal ausfallen. Zwei Glühkerzen hätten sicher ausgereicht, um den Start des Motors zu ermöglichen. Also kontrollierte ich zunächst die Sicherung auf dem Vorglührelais. Die Sicherung war in Ordnung. Nun prüfte ich die Spannungsversorgung des Relais mit einem Voltmeter. Am Vorglührelais liegen zwei Spannungsversorgungen an. Klemme 30, ein dickes rotes Kabel zur Versorgung der Glühkerzen und Klemme 15, ein dünnes schwarzes Kabel, welches in einen vierpoligen Stecker am Relais geht und das Relais schaltet. An beiden Versorgungen lagen 12 Volt an. Das war also nicht der Fehler. Für mich kam nur noch das Relais an sich in Frage. Ich baute es aus, um es mit einer Batterie und einer Prüflampe auf der Werkbank zu prüfen. Ich schloss eine Batterie und die Prüflampe an. Masse der Batterie auf Pin 31, Batterie Plus auf Pin 30. Meine Lampe klemmte ich an den Pin LA. LA steht für die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument. Die andere Seite der Lampe legte ich auf Masse. Jetzt musste ich nur noch Pin 30 mit Pin 15 brücken und siehe da, die Lampe leuchtete und ging nach ein paar Sekunden wieder aus. Genauso sollte es sein. Der Messaufbau war also okay. Jetzt ging es um die Glühkerzen. Pin 1, 2, 3 und 4. Ich legte meine Lampe mit der einen Seite an Masse und mit der anderen Seite ging ich nacheinander auf die einzelnen Pins. Bei jedem Pin ging die Lampe an und nach 10 Sekunden wieder aus. Also auch hier alles in Ordnung. Jetzt wurde es spannend. Wie war der Fehler? Sind die Glühkerzen etwa doch defekt? Ich musste sie überprüfen. Aber wie? Die Kerzen waren eingebaut. Ich nahm mir ein Kabel und meine Prüflampe und ging mit der einen Seite des Kabels am Batterie Plus des Fahrzeugs. Mit der anderen Seite ging ich an meine Lampe. Ich wusste, wenn ich jetzt die andere Seite der Lampe an den Anschlussbolzen anschließen würde, musste die Lampe leuchten, da sie über den Heizwendel Masse bekommen würde, wenn diese in Ordnung war. Die Lampe leuchtete auch, aber leider nur bei dieser einen Kerze. Tatsächlich waren drei Glühkerzen auf einmal ausgefallen. Also habe ich vier neue Glühkerzen bestellt. Nach dem Ausbau der alten Glühkerzen überprüfte ich auf der Werkbahn noch einmal, ob sie wirklich defekt waren. Eine Kerze glühte, die andere nicht. Nach dem Einbau der neuen Glühkerzen baute ich auch das Relais wieder ein und siehe da, die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument leuchtete wieder und der Wagen startete einwandfrei.